Ja, guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung für Ulrich Zieger. Es tut mir leid, ich kann Sie heute nicht von vorn begrüßen, weil ich komme da heute Abend nicht mehr durch und wahrscheinlich auch nicht mehr zurück. Aber was ich Ihnen sehr, sehr gerne sagen möchte, dass wir uns freuen, dass Sie so zahlreich hier heute Abend für Ulrich Zieger gekommen sind. Anders als gestern in der Berliner Zeitung notiert, dass es nur einen Organisator gab, gab es in der Tat vier Organisatoren und ich möchte sie auch sehr, sehr gerne nennen, weil hinter einem solchen Abend steckt doch sehr viel an Arbeit und an Nervenstärke und an Genauigkeit in der Beobachtung dessen, worum es heute Abend geht. Also Egmont Hesse hat wesentlich dazu beigetragen. Herzlich willkommen, lieber Egmont. Dann hat beigetragen Gabriele Hähne, die vorn sitzt am Computer viel. Werner Henrich, hier vorne in der ersten Reihe sitzt er. Zu viert haben wir das gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Euch dreien. Ne, Knut Hirscher habe ich noch vergessen. Knut Hirscher habe ich noch vergessen. Entschuldigung. Euch vieren, vielen, vielen Dank für die Arbeit, für den Abend. Bevor ich das Wort weitergebe an Egmont Hesse, der die Moderation des heutigen Abends übernommen hat und ich hoffe in seiner unnachahmlichen Art übernommen hat, will ich gerne sagen, dass die Bilder, ja, das musste schon sein, dieser halbe Satz, mein lieber Egmont, die Bilder, die Sie hier links gesehen haben, die stammen von Steffen Reck, Sie laufen so als Loop durch im Verlauf der gesamten Veranstaltung. Sie zeigen Uli im Verlauf seines Lebens, die letzten 3,5 Jahrzehnte, sagen wir mal. Sie erleben heute etwa 20 künstlerische Beiträge quer durch die Gattungen. Es sind größtenteils Partner und Freunde von Uli Zieger. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend und hoffentlich ist auch dieser Abend dazu da, die Beschäftigung mit Uli Zieger weiterzutreiben. Sehr gerne auf einem neuen Niveau. Einen schönen Abend. Funktioniert, aber die Aufnahmeleitung hat mich halt gebeten, also das Mikrofon zu nehmen, weil sie direkt davon abnehmen, dann kann man das etwas besser verstehen später, sozusagen so. Für mich ist ja das hier, soll hier den Moderator spielen, machen, so, also ganz schwierige Kiste, also, und wir werden sehen, ich bin jedenfalls ganz froh, dass einerseits so viele gekommen sind und ich bin ganz froh, dass nicht noch viel mehr gekommen sind, weil ja doch die Räumlichkeiten beengt sind und so hat es noch einen zu bewältigenden und nicht für die Leute blöden Stehabend, sondern jeder kann vielleicht mal sitzen und weil es geht ja doch, soll etwas länger gehen, habe von 2 bis 3 Stunden gehört, weil es ja so viele Beteiligte sind und deshalb müssen wir schnell anfangen. Mit diesem Teil, zusammen von Knut Hirscher extra erfunden. So, ich weiß nicht, wo er das noch aufgetrieben hat. Meine Eltern hatten das vor 20, 30, 40 Jahren wahrscheinlich zum letzten Mal benutzt. Also, und manch erkennt das vielleicht, es dient heute als Lostopf. So, weil wir können uns natürlich bei den vielen Leuten, die mitmachen, kommen sie immer nicht entscheiden, was machen sie. Also sozusagen so, wen bringt man als erstes, wen als letztes, wer soll zwischendurch mal auftreten und deshalb haben wir das alles dem Schicksal überlassen so, und haben Lose angefertigt und das ist eigentlich nur meine einzige Aufgabe, diese Lose zu ziehen, den Namen zu verkünden und vielleicht noch 2, 3 Sätze, einige habe ich ja doch besser kennengelernt, andere kenne ich weniger, also und dann sage ich vielleicht noch 2, 3 Worte, Zeilen dazu und dann gehört immer die Bühne denjenigen, die
das alles viel, viel besser können. Fangen wir mal an. Oh. Jemand aus der Schweiz. Künstler, wie viele, mit denen Uli zu tun hatte. So, Patrice Stelle-Stoffel. Also, er hat... Genau, das ist sozusagen genau das passende Bild, könnten wir vielleicht mal kurz anhalten. Patrice Stelle-Stoffel in der Mitte neben mir. Und wir haben da gefeiert, das Buch Große beruhigte Körper von Uli war damals erschienen. Uli mit Emmanuel, also Cornelia Jentsch, also die Dame ganz links kenne ich leider nicht. Also wenn sie jemand kennt, wäre schön, wenn jemand mir mal den Namen sagen würde. So, ganz hinter Uli sieht man noch Rainer Schedlinski, auch bei Galref. Und Emmanuel, klar. Also, und vielleicht kann Patrice, der dieses Buch quasi ja, künstlerisch ausgestattet hat, also mit seinen Zeichnungen, so, die wir damals also Cosmic Art genannt haben. Das war ein Begriff, den Uli immer wieder sagte, Cosmic Art, also der macht Cosmic Art. Also, und vielleicht kann Patrice mir jetzt mal oder allen erzählen, was Cosmic Art damals wirklich bedeutet hat. Guten Abend. Comic Art. Ich weiß gar nicht so recht, was ich über Ulrich erzählen kann, denn wir waren einfach gute Freunde. Wir haben nie über Kunst diskutiert. Er hat mir mal angerufen und gesagt, ob ich gerne möchte sein Buch illustrieren. Das habe ich dann getan. Ich habe ihm dann die Zeichnungen gebracht, die wurden gedruckt und dann ging das Leben weiter. Aber wir haben viel gepartyt miteinander. Und vor 6 Monaten kam er an den Geburtstag meines Sohnes. Und wie üblich waren da nur englisch sprechende und französisch sprechende Leute überall rum, 1 oder 2 Uhr morgens. Ulrich, wie immer, hat eine große Flasche Wodka runtergeleert und hat dann auf Deutsch ein Gedicht aufgesagt für uns allen. Und keiner hat es verstanden. Aber man hat es irgendwie gespürt. Und das war seine Aura. Aber die wildeste Geschichte, die ich mit Ulrich erlebt habe, die war in Zentralfrankreich vor 3 Jahren. Wir hatten die ganze Nacht durchgefestet und ich hatte eine Ausstellung in Zentralfrankreich mit monumentalen Skulpturen und eine Ausstellung im Museum dort. Und dann wurde eine kleine Bühne gebaut und wir sind aufgetreten, so um 7, 8 Uhr am Abend. Und Ulrich hatte schon die ganze Nacht durchgetrunken. Und vor dem Stadtanmann stieg er auf die Bühne und hat einen ganzen Liter Wodka runtergeleert. Und der Stadtanmann hat gefragt, ja, erklären Sie mir mal, was läuft da eigentlich? Und der Delegé von der Kultur hat dann gesagt, ach, wissen Sie, das ist ein Brang, das ist ein kleiner Picknick, ein kleines Fest. Und dann stiegen wir auf die Bühne, wir hatten also abgemacht, wir spielen das Lied von Jimi Hendrix, Hey Joe und All Along the Watchtower. Und dann hat er da geschrien, Hey Joe! Und die Haare standen so raus und der Meer war kreidenbleich. Und dann kam der Moment, wo wir von der Bühne runterstiegen und da war eine Akkordeonistin aus New York dort und sie hatten dann abgemacht, sie spielten noch 2 Lieder weiter und dann hat Ulrich das Programm spontan einfach etwas geändert und plötzlich stieg ich mit meinem Sohn von der Bühne runter oder wir standen auf der Seite und dann plötzlich hören wir da, ja, und jetzt werden wir euch ein Lied spielen vom Krieg, vom Zweiten Weltkrieg aus Deutschland. Und das Monument für alle Kriegstoten. Und die Franzosen, der ganze Stadtplatz war voll. Und dann hat er gesagt, ach, wir trinken im Hafen von Bremen. Und dann hat er gesagt, Bremen und wir trinken. Und wir wurden alle bleich. Und der Stadtmann, der wurde nicht wieder gewählt. Und als Mensch kann ich nur sagen, das war ein ganz bescheidener Mensch,
sehr, sehr, wie sagt man, humble and modest. Ich rede mehr Englisch als Deutsch in meinem Leben. Und ich habe ihn wahnsinnig gut gemocht, wie alle, und ich vermisse ihn wahnsinnig. Und ich gebe jetzt das Wort weiter an den Nächsten, der etwas über Ulrich beitragen will. Ja, da sind wir gespannt. Du musst mir aber trotzdem noch, also Cosmic Art, warum habe ich mir Cosmic Art immer gemerkt? Also ich habe mir das noch richtig vor Augen, wir haben Cosmic Art. Das ist mir völlig unklar. Also. Schau, es war einfach so, in 1980 in der Kunst kam, also die ganze Computerkunst kam in die Mode. Und man hat gesagt, die Skulptur ist tot und die Malerei ist tot und die Zeichnungen sind tot. Und dann hab ich dann ein Interview gegeben in Nizza eines Tages und man hat mich diese Frage gefragt. Und ich habe dann gesagt, ja schauen Sie, alles ist Kunst, sogar meine Jeans sind Kunst. Und das ist dann am nächsten Tag in der Zeitung gestanden, dass einfach alles Kunst. Ich wollte einfach schon, glaube aufmerksam machen, dass heute haben wir gewaltige Umweltprobleme auf dem ganzen Planet. Und ich glaube, Ulrich, der hat das durch seine die Gedichte irgendwie ausdrücken können. Wir haben irgendeinen Kontakt zur tieferen, zum Urwesen und zur Natur verloren. Und das konnte er durch seine fantastische Fantasie wahnsinnig gut ausdrücken. Und ich glaube, Cosmic Art war nur so ein Fingerzeiger in diese Richtung. Und Ulrich und ich mussten nie reden, weil wir das beide die gleiche Dimension geteilt hatten. Da musste man nie reden. Es war einfach, alles war immer klar. Okay. Also ich habe, es gibt noch was zu erledigen. Das lese ich ab, weil ich schon auch ein bisschen... Also, liebe Freunde, ich habe stellvertretend die Ehre, euch an ein russisches Erzeugnis zu erinnern. Unter der Prälatatplatte in der Kühlbox, Kühltasche, unter der Prälatatplatte. Unter der Prälatatplatte in der Kühltasche, mit dem wir gern, falls ihr mögt, aus 70 kleinen Bechern auf Uli anstoßen würden. Wir hören, bis alles ausgeschenkt ist, mit vielen Grüßen von Andreas Kuziol, der heute leider nicht da sein kann, Dover Beach, nach einem Gedicht von Matthew Arnold. Also, machen wir das? Ja. Okay. Wiedersehen. Juliane, machst du das jetzt? Ist schon erledigt. Ist schon erledigt, ja? Dann gib mal rum. Oh, du, wir können dir beide ja mal stoßen. Ja, kannst du ruhig noch 3-4 nachrutschen lassen? Möchte jemand? Einen muss ich jetzt selber. Automatisch, ich habe weitergegeben. Es geht jetzt um den nächsten 3. Ja, das kommt zu schnell. Das muss eingehen.
Einräumen konntest, wie sie in dir zur Verwechslung intim zu Hause waren, namentlich, wenn du sie laut zitiertest und durch deine magischen Augen schauen ließest, bis vielleicht nur von ihnen selbst noch eine Antwort möglich war. Wenn wir also jetzt unsere kleine Plastebecher erheben, will ich mal glauben, dass an unerwartet höherer Stelle ebenfalls gefeiert wird, auf dass die Schönheit in deinen Texten noch einmal so grandios aufgehen möge, wie die berühmten salzigen Wellen, die dich umwarfen. Uli, auf dich. Und weil es ihm vielleicht gefallen hätte, Chipsy, Champagner für Chipsys. Das ist das Wort.
was du machst.